Hey Leute, hier ist Mirek von Mirek's Drum. In dieser Woche geht es wieder um drei neue Rudiments auf unserer Liste. Es ist die Nummer 7, 8 und 9. Und zwar Drag Paradiddle Number 1, Drag Paradiddle Number 2 und ein Rudiment mit dem Namen Lesson 25. Drag Paradiddle Number 1 spielt ihr erstmal als Viertel ein Akzent und dann ein Paradiddle in Achtelnoten mit einem Doppelvorschlag. Nochmal ein Akzent. Eins, zwei und drei und. Und dann das gleiche mit der linken Hand. Ein Akzent und dann wieder ein Paradiddle mit links, aber mit einem Doppelvorschlag. Also Akzent. Und nochmal von vorne. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins. 2, 3, 1, 2, 3. Das ist der Drag Parallel Number 1. Also Akzent, Drag Parallel, Akzent, Drag Parallel im Dreiviertel. Genau. Ich gehe erstmal die ganzen Rudiments einmal durch und dann zeige ich euch, wie man das wie Alan Dawson das im Ritual von dem Ablauf her gemacht hat. Drag Parallel Number 2. Wieder ein Akzent als Viertel, dann ein Drag als Viertel auf die 2 und dann das gleiche, was davor war, wieder ein Drag Paradiddle mit in Achtelnoten. Also wir haben 1, 2, 3 und 4 und das gleiche mit links, Akzent, Drag und Drag Paradiddle im Vierviertel. 1, 2, 3 und 4 und 1, 2, 3. Das sind die beiden Drag Paradiddle Number 1 und 2. Der dritte Rudiment heißt Lesson 25 und das könnt ihr euch ganz genau merken, ganz gut merken. Viertelnoten mit einer Hand. Die linke Hand spielt einen Akzent auf die 2 und auf die 4 und. Also 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und. Aber vor der 2 und vor der 4 spielen wir noch ein Drag als Upstroke. 1, 2, 3, 4 und 1, 2 und 3. Also nochmal, Viertel mit einer Hand, 2 und 4 und ist der Akzent. 1, 2 und 4 und. Und vor der 2 und vor der 4 haben wir ein Drag als Upstroke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann genau das gleiche mit der linken Hand. Also Viertel mit linken Hand, Akzent auf 2 und 4. 1, 2 und 4. Und wieder vor der 2 und vor der 4 ein Drag als Upstroke. 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und. Das waren die drei Rudiments. Also jetzt nochmal schnell Durchgang. Drag Paradiddle Number 1 war als Dreiviertel Akzent, Drag Paradiddle, Akzent, Drag Paradiddle. Drag Paradiddle Number 2 war ein Akzent, Drag, Drag Paradiddle, Akzent, Drag, Drag Paradiddle. Und dann Lesson 25. Das mit den Akzenten auf 2 und 4 und vor der 2 und 4 jeweils ein Drag und wichtig als Upstroke. Dann mit der linken Hand das gleiche. Genau, das ist das. Jetzt geht's, wie hat der Alan Dawson das reingepackt hat in die Form. Im letzten Video hatten wir den Double Paradiddle. Also wir hatten ein Dreiviertel-Rudiment und die Art und Weise, wie Alan Dawson das im Ritual im Vierviertel gespielt hat. Und das war diese drei Takte lang, hatte das als Achtelnoten gespielt, diesen Dreiviertel. Dadurch hat man diesen Verdreher gehabt und im vierten Takt als Triole aufgefüllt. Und dann wieder das gleiche, drei Takte als Achtel, im vierten Takt als Triole und dann am Ende noch viermal Takte nur alles als Triole oder alles triolisch. Und das macht er bei dem Drag Paradiddle Number 1 auch, weil das auch ein Dreiviertel ist. Das bedeutet, und das ist wieder super wichtig, laut zu zählen, wenn man das spielt. Also wir zählen ganz laut bis 4, aber spielen den Dreiviertel-Rudiment, der sich immer verdreht, bis wir zum vierten Takt kommen, wo man das dann als Triolen spielt, diese Figur. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
4, jetzt ist der vierte Takt. 1 und die, 2 und die, 3 und die, 4 und die. Nochmal Wiederholung der gleichen vier Takte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und wieder als Triole. 1 und die, 2 und die, 3 und die, 4 und die. Und dann nochmal vier Takte triolisch. 1 und die, 2 und die, 3 und die, 4. Zweiter Takt. Dritter Takt und vierter Takt. Und das war's. Das war Drag Parallel Number 1. Drag Parallel Number 2 ist super easy, weil das ist 4 Viertel und es bleiben einfach 4 Takte für Viertel. Also 1, 2, 3, 4, zweiter Takt, dritter Takt, vierter Takt. Easy. Und der Lesson 25 ist auch einfach. Es sind 4 Takte, die Figur, wo wir nur mit der rechten Hand spielen. Also 1, 2, 3, 4, zweiter Takt, dritter Takt, vierter Takt. Und dann das gleiche mit links. 1, 2, 3, 4, zweiter Takt, dritter Takt, vierter Takt. Das war's. Das waren die drei Rudiments. Also von diesen drei ist eigentlich dieser Drag Parallel Number 1 am schwersten in dieser Vierviertelform reinzubringen, weil das eigentlich ein Dreier ist, der sich wieder so verdreht. Das ist eigentlich das Schwierigste. Ich spiele euch das jetzt nochmal komplett mit Metronom auf dem Set vor. So, das waren die drei Rudiments mit Metronom und zu dieser Samba-mäßigen Fußbegleitung. Was noch wichtig zu erwähnen wäre, ist, wenn ihr diese drei Viertel im Viervierteltakt Form habt, dann hatten wir ja drei Takte als Achtel, vierter Takt Triole, drei Takte Achtel, vierter Takt Triole und dann vier Takte Triolen. Man vergisst oft, dass dieser vierte Takt Triolen bei dem ersten und zweiten Durchgang der vierte Takt ist und nicht der erste Takt der Triolen. Das bedeutet, ihr habt insgesamt ganz zum Schluss 5 Takte Triolen, weil ihr spielt ja noch den vierten Takt von dem zweiten Durchgang als Triole und dann 4 Takte komplett. Weil oft vergisst man das und fängt an schon die Vierer-Taktform mit den Triolen anzuzählen und dann ist man immer einen Takt zu früh fertig. Genau, also das nur zur Erinnerung. Ich vergesse es selber immer, also weil man so in diesem, wenn die Triolen anfangen, fängt man so vom Kopf her, als wäre man in der Viertaktform am Anfang. Und das ist aber eigentlich der vierte Takt. Und erst dann kommen die Viertakte Triolen. So, das waren die drei Rudiments für heute. Also haben wir jetzt in der Liste schon ziemlich viele, also Drag, Single Drag, Double Drag, dann Single Rattamark Q, Double Rattamark Q, Triple Rattamark Q, dann Drag Parallel Number 1, Drag Parallel Number 2, Lesson 25 und dann die vier Rudiments ganz zum Schluss, die vier Basics. Paradiddle, Double, Single. So, viel Spaß damit. Vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr über neue Videos benachrichtigt werden wollt. Und wir sehen uns dann nächste Woche bei den drei weiteren Rudiments vom Ritual. Macht's gut und bis dahin.